Gude. Das ist schön. Hier sagt man Gude und wird noch freundlich begrüßt. Vor 3 Wochen in München habe ich Gude zur Begrüßung gesagt. Durfte ich direkt wieder gehen. Ihr habt ja bis jetzt wirklich sehr viel Cleveres gehört. Ja, da haben sich Leute wirklich Mühe gegeben, Texte zu schreiben und sich krasse Gedanken zu machen. Und ich habe so mir das angehört und habe gedacht, so irgendwas fehlt. Und deswegen habe ich also einen Text dabei, da geht es mir so um Bier. Ja, okay, das ist also ein paar Fühlens. Wer von euch mag kein Bier? Ja, es sind schon viele, es tut mir leid. Ihr habt noch eine zweite Chance. Wer von euch mag keine Wortspiele? Ja, okay, du hast dich bei beidem gemeldet, das wird richtig scheiße für dich jetzt. Das muss man einfach... Kann ich auch nichts mehr machen jetzt? Das ist, vielleicht gehst du einfach jetzt schon. Es tut mir, also, ich will dich nicht aus, halt dir die Ohren zu, weiß nicht, sing was Schönes, denk an einen schönen Ort. Für dich wird es unangenehm, für den Rest könnte was dabei sein. Ne? Ja, tut mir auch leid. Also, ihr seid so eine. Es tut mir wirklich, das muss man an der Stelle, ist wirklich, also, es ist mir auch, also nicht nur euch jetzt unangenehm gleich. Egal. Das kann doch alles nicht wahrsteinern, sagte Henning eher. War gerade unsanft aus dem Schlaf genissen worden. Es war noch früh am Tag. Die Amstel sang ihr Lied, doch irgendwoher drang ein lautes Göllern zu ihm vor. Schnell sprang er aus dem Bex, machte alle Licher an, um nachzuschauen, welche Idioten um diese Zeit schon solch einen Lärm veranstalteten. Beim Blick aus dem Fenster stellte er fest, dass sich eine Gruppe Radler vor seinem Haus versammelt hatte. Der kleinste von ihnen, ein Büble, nicht größer als 8 Halbe, Zwickel schlug sich mit der Faust auf die Brust, dab, 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 und die anderen taten es ihm gleich. Henning riss das Fenster auf und schrie, warum glaubt eigentlich jeder Idiot, dass er Lärm machen kann, wie es ihm gefällt, ich Cola Bier gleich. Entweder ihr verzieht euch oder der Hasse rödert in mir jetzt so richtig hoch und ich hol meinen Spaten und hau euch Heineken mal so richtig eins auf die Krone. Macht das doch beim Krombach. Aber passt auf, schließt eure Räder dort besser an, denn da gibt es viele Diebels. Henning, ein Berliner Kindl, hatte gestern über alle Maßen gesoffen. Er hatte keinen Astra-Körper und war auch ansonsten nicht sonderlich hübsch, but weiser. Da er wegen eines USA-Aufenthalts mehrere Sprachen fließend beherrschte. Sein Mitbewohner Hoffer meldete sich aus der Küche und sagte, Henning, ich habe den Tee fertig. Henning ging in die Küche und betrachtete den Tee. Er war ein Teegernseher. Ja, der tut weh, ne? Ja, besser wird's auch nicht mehr. Also falls jetzt jemand Hoffnung hatte, das ist das Highlight. Ja? Außerdem war er Schöffe. Hoffer wusste das und nahm Rücksicht. Henning, was ging eigentlich gestern noch mit Corona? Fragte Hoffer. Corona? Du meinst Corinna? Ach ja, richtig. Ja, Hoffer, was soll ich sagen? Da ist ab jetzt ganz sicher Pfungstädter, sagte Henning eher. War enttäuscht. Corinna, eine Perle der Natur. Hatte etwas Katzengleiches und passte perfekt in sein Löwenbräu-Schema. Er traf sie gestern im Rothaus, draußen beim Karlsberg. Sie umgab ein helles Strahlen wie von einer alten Adelskrone. Er wollte schnell von Klaus seine Schulden eintreiben, um sich einen guten Abend zu machen. Henning sagte, Klaus Thaler. Doch er sagte nur, dass er Dinger zu tun hätte und verschwand mit einem Zingtau, bis bald. Ohne Geld war jeder Pfand zu teuer. Doch er dachte bei sich, holst den letzten Rest Geld vom Konto und Corinna Feltins Liebesspiel mit ein. Voulez-vous coucher avec moi? Sprach er sie an. Doch eine Träne zeigte sich auf ihrer Wange. Er wollte nicht, dass sie flens. Burger könnten die Situation retten, dachte er, also bestellte er ein Bitburger für sie beide. Corinna war hell estrellert von seinem Einsatz. Sie liebte Burger. Außerdem trug sie an diesem Abend Marihuana als Schmuck an einer Kette, hatte also Vitamalz. Ja, das dauert noch länger, ne? Es wird auch nicht besser. Vitam Hals, egal. Vitam ist so, wir machen, nee, ist so, tut mir leid. Und auch ansonsten richtig Bock auf eine neue V+, doch er hatte eher so Mixery-Feelings. Er wusste, sie war bipolar und deswegen auch ein bisschen Desperados. Doch er gab ihr ein Schöfferhofer Grapefruit und plötzlich war alles wieder gut. Bei ihm war ab diesem Zeitpunkt Hopfen und Malz verloren, doch der Abend wurde immer härter. Also an der Stelle der ganz kleine Einwurf vom Autor, das bin ich. Ich wollte einen Text nur mit schlechten Bierwortspielen schreiben. Die sind mir exakt an dieser Stelle ausgegangen. Da war ich kurz panisch, wusste nicht, was ich machen soll. Habe ich 3 Schnaps getrunken und habe die 2. Hälfte mit hartem Alkohol weitergeschrieben. Also nur, damit ihr wisst, auf was es weitergeht jetzt. Den restlichen Abend hingen sie dort dann zusammen im Havanna Club rum.
Gordons, der DJ, Likör 43 Jahre alt, war eine echte Pflaume, was seinen Musikgeschmack anging. Er spielte nur Songs von Asbach uralt. Sowas wie Eisgekühlter Bummerlunder oder Zehn kleine Jägermeister oder Sherry, Sherry Lady. Er wollte sich Zombie wünschen, doch war ein kleiner Feigling und traute sich nicht an Jim, Johnny und Jack vorbei, die das DJ-Pult belagerten. Er hatte mittlerweile auch keinen Cent Geld mehr auf seinem Konto. Deswegen sagte er zur Corinna, als es ans Zahlen der ersten Runde ging, Taler mor du. Sie fragte, P2 etwa pleite. Er nickte. Er versuchte ein Gespräch zu starten und fragte sie nach ihrer Karriere als Insta-Model und all den teuren Brandys, die sie immer so tragen würde. Scotch and Soda, sagte sie. Alles klang danach, als wäre sie eine echte Cosmopolitan. Also sprach er sie auf Spanisch an, aber sie caipirinhate gar nichts. Zacapa, Centano, Metaxa, Ramazzotti, Cuba Libre, Jaga, Tee. Spanisch war nicht so ihr Ding. Doch sie mojito ihn und fragte im Dialekt, Hennessy, Kalustrums mache? Also machten sie rum, alles Gin ganz schnell. Die flog die Hände, flogen zur Mitte, zur Titte, zum Sack. Krapper mich richtig an, hauchte sie. Sie gestand ihm, dass sie viele Baileys mit ihm wollte. Doch er sah sich absolut nicht als Don Papa. Außerdem fehlte ihm die Berliner Luft und er hatte nur einen Kümmerling in der Hose. Sie wurde wütend und pfeffete ihm eine. Er wollte sie noch am Port gehen hindern, doch hatte dann nur noch aufgeschnapst, dass sie am Ende mit Hendrix heimgin. Er fühlte sich rakikal bierschissen. Hoffa schaute ihn nur traurig an und sagte, wein doch nicht, Captain. Morgen wird sicherlich wieder ein schöner Tag. Vielen Dank. Clemens Naumann. An der Stelle der ganz kleine Einwurf vom Autor, das bin ich. Ich wollte einen Text nur mit schlechten Bierwortspielen schreiben. Die sind mir exakt an dieser Stelle ausgegangen. Da war ich kurz panisch.